4000 Kilometer in 4 Tagen. So fährt Markham Douglas von Sydney nach Broome, quer durch ganz Australien. Markham, der Autor dieser Sendereihe, pendelt oft zwischen diesen beiden Orten hin und her, wie ein Angestellter von seinem Büro zur Wohnung. In der Großstadt Sydney arbeitet er die ganze Zeit im Studio und schneidet seine Filme. Aber draußen in der Wildnis lebt er frei und unbeschwert. Guten Tag. Ich habe angehalten, um mir mal die Beine ein bisschen zu vertreten und frischen Tee zu kochen. Die kommenden Monate bin ich wieder in meinem Krokodilpark in Broome. Dort führe ich ein ganz anderes Leben. Es ist aufregend, oft recht schwierig, manchmal sogar gefährlich. Aber ich würde es niemals gegen ein weniger aufregendes Dasein eintauschen. Bloß noch 1000 Kilometer Fahrt und ich bin da. Auf dem Autodach hat er die genaue Nachbildung eines 5 Meter langen Meeres- oder Leistenkrokodils von Sydney mitgebracht. Der originale Abdruck wurde vor vielen Jahren von einem erschossenen Tier abgenommen. Damals waren die Panzerechsen noch nicht geschützt. Es wird vom Markhams Krokodilpark werbewirksam aufgestellt. Über 400 dieser Echsen, angefangen von frisch geschlüpften Jungen, bis zu an die 6 Meter langen Exemplaren, leben hier auf 2 Hektar Land und Markham kann genau ihr Verhalten studieren. Im Parkgelände ist immer etwas los. Per Luftfracht kamen aus dem Zoo in Sydney 4 südamerikanische Kaimane. Sie schlüpften im Bronx Zoo von New York aus Eiern und haben dann 15 Jahre in Sydney gelebt, ohne sich zu vermehren. Hier an der Nordwestküste sind die klimatischen Bedingungen für sie viel günstiger. Kaimane gehören zu den Alligatoren und kommen nur in Mittel- und Südamerika vor. Durch die längst verbotene, aber wegen des wertvollen Leders so lohnende Jagd auf Krokodile sind sie vom Aussterben bedroht. Markham hofft, dass sie sich hier fortpflanzen und prüft das Geschlecht eines jeden Tieres, bevor es in eines der Gehege entlassen wird. Die neue, ganz natürlich gestaltete Umgebung, die langen, heißen Tage und das warme, schlammige Wasser regen die Kaimane so an, dass sie sich sofort paaren. Darauf hat man in Sydney 15 Jahre vergebens gewartet. Daneben, bei den zusammenlebenden Australien- oder Johnston-Krokodilen, sind auch einige Partner vereinigt. Ihre Eier wird man künstlich ausbrüten, weil dann 2 bis 3 Mal mehr Junge schlüpfen als in freier Natur. Zu den typischen Paarungsritualen gehören die tagelangen Drohgebärden und das ständige Schnauzenheben. Eines der gefangen gehaltenen Weibchen verteidigt unerschrocken sein Gelege und es ist gefährlich, die Eier zur Bebrütung einzusammeln. Ende September legen die Australien-Krokodilweibchen an die 200 Eier in den Sand. Markham markiert die Oberseite, da der sich entwickelnde Embryo darin immer an der am höchsten liegenden Stelle bleiben muss. Wenn die Leistenkrokodile sich paaren, gibt es oft schwere Verletzungen. Vor vielen Monaten brach die linke Unterkieferhälfte dieses Weibchens, als ein erregtes Männchen zu stürmisch war. Die Edelstahlstiftschraube wird entfernt. Doch Markham ist recht besorgt, da die Knochen noch nicht ganz miteinander verwachsen sind. Darum kommt diese Panzerechse am nächsten Morgen nochmals zum Tierarzt Dave Morell und wird betäubt. Zur Sicherheit stabilisiert er den Unterkiefer mit 2 neuen Stahlschrauben.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen weiß Markham, dass so eine Operation die recht sensiblen Tiere seelisch nicht übermäßig strapaziert. 24 Stunden später wird es wieder fressen, so als ob nichts gewesen wäre. Alle 2 bis 3 Wochen müssen die großen Tiefkühltruhen nachgefüllt werden. So machen sich Markham und Jack Nixon, sein Helfer und Kameraassistent, auf den Weg zu den reichen Fischfanggründen nördlich von Broome. Das warme Tropenmeer hier wimmelt nur so von Fischen. Jack ist ein begeisterter Angler und liebt diese anstrengende Arbeit besonders. Die großen Pferdekopfmakrelen beißen an, so wie ein beköderter Haken ins Wasser kommt. Laut herumplätschernde Fangbetrieb lockt unwiderstehlich Haie herbei und zwingt die Männer bald dazu, woanders ihr Glück zu suchen. Die dreisten Angreifer werden immer frecher und das wilde Herumzappeln der Fische an den Angelhaken steigert die beutegierigen Haie zur wütenden Raserei. Nichts geht verloren. Selbst die fast schon skelettierten Überreste einer Pferdekopfmakrele verschlingen die Krokodile mit Begeisterung. Jeden Sonntag ist die wichtigste Fütterung der Panzerechsen, damit die vielen Besucher und Touristen diese prähistorischen Monster genau dabei beobachten können. Eckrew ist der Star bei diesen Vorführungen, wenn Markham zeigt, wie hoch und weit diese Tiere springen, um ihre Beute von Zweigen, Flussufern oder selbst von Booten zu reißen. Große Publikumsmagnete sind auch die nordamerikanischen Alligatoren. Diese Tiere wurden bei einer Polizeirazzia beschlagnahmt. Nur wenige Australier wie Markham haben die Erlaubnis, gepanzerte Echsen zu halten. So bekam er die Tiere. Ein Polizist kann ja damit nichts anfangen. Alligatoren sind längst nicht so angriffslustig wie Krokodile, aber derartig gefräßig, dass man sie täglich füttern muss. Die Muskelkraft dieser Echsen ist unglaublich und lässt sich hier im Park gut beobachten. Kein Wunder, dass immer mehr Besucher kommen, um das furchteinflößende Schauspiel, gut hinter Gittern gesichert, mitzuerleben. Broome ist heutzutage ein beliebter Ferienort für Menschen, die einen besonderen Urlaub verbringen möchten. Doch früher hat dieser Ort kaum Touristen angelockt. 1699 hatte hier in der Roebuck Bay William Dampier sein Segelschiff für eine Reparatur auf den Strand gesetzt. Nach Auseinandersetzungen mit der Urbevölkerung verließ er die ungastliche Bucht. 150 Jahre lang hat sich kein Europäer an der Bucht aufgehalten. Doch dann kamen Abenteurer, Männer auf der Suche nach Gold und Diamanten. Sie entdeckten die reichsten Perlmuttmuschelbänke der Welt. 1890 arbeiteten hier bereits 300 Taucher. Die Perlmutter oder das Perlmutt ist die innerste, irisierend schimmernde Schalenschicht der großen Perlenaustern. Daraus werden wertvolle Knöpfe, Stockgriffe, Aschenbecher und dergleichen hergestellt. Die Bootsbesatzungen waren Asiaten von den Philippinen, der Malaiischen Halbinsel und von den Inseln Celebes und Timor. Als Taucher arbeiteten fast nur Japaner, doch die Schiffsbesitzer waren ausschließlich Europäer. Daher kommt es, dass Broome im Vergleich zum übrigen Australien einen deutlichen südostasiatischen Einfluss aufweist, der die Stadt geprägt hat. Sie ist ein internationaler Schmelztiegel verschiedenster Völker geworden. Ein Ort, in dem alle raschen großen Reichtum erhofften. Die Wirklichkeit sah anders aus. Harte, gefährliche Arbeit unter primitiven Bedingungen.
1971 segelte Markham Douglas mit seinen Begleitern auf der Streeter, einem alten Perlmutterfischerboot, die Kimberley-Küste entlang. Sie trafen einige Sammelboote, die noch mit Tauchern in Gummianzügen und Kupferhelmen mit Messingarmaturen arbeiteten. Es sind Filmaufnahmen von historischem Wert, aufgenommen, bevor man die heutigen modernen Techniken einführte. Bei Sonnenaufgang ließ man die Taucher in ihren unbequemen Anzügen an Seilen herab, um die großen Perlenaustern einzusammeln. Ein Strick diente als Signalleine. Damit gaben sie die Befehle nach oben, um mitzuteilen, wie schnell und in welche Richtung das Boot fahren sollte. Die gesäuberten Schalen wurden verkauft. Der Taucher, der eine Perle fand, erhielt eine Belohnung. Im Durchschnitt findet man unter 2700 Muscheln nur ein so kostbares Schmuckstück. Durch die Weltwirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg und die Plastikknöpfe erlitt die Perlmuttfischerei schwere Rückschläge. Jetzt erlebt der Hafen von Broome einen neuen Aufschwung. Viele schöne Zuchtperlen wachsen in Meeresfarmen heran. Die meisten alten Boote sind verschwunden. Nur die B1 arbeitet noch, mit einer Mannschaft aus Europäern. Gerade laufen die Vorbereitungen zur nächsten Ausfahrt zu den Sammelgründen. Bald wird es solche stattlichen Fischkutter nicht mehr geben. Jetzt sind große, schnelle Stahlschiffe im Einsatz. Den ganzen Tag über sind ständig 8 Taucher zum Sammeln des Muschelnachschubs für die Zuchtanlagen im Einsatz. Maschinell aus Perlmutterschalen hergestellte Kugeln verschiedener Größe pflanzt man in lebende Muscheln ein. Das Tier umgibt dann diesen Fremdkörper mit dem so wunderbar schimmernden Perlmutt. Die Kulturstationen liegen ziemlich weit von Broome entfernt, dort, wo die Muscheln wegen der Wasserbeschaffenheit besonders schöne Perlen bilden. Diese Schalentiere hängen in mehreren Metern Tiefe, durch Netze auf Drahtgittern befestigt. Man muss sie alle 6 Wochen vom Tang- und Algenaufwuchs befreien, damit sie gesund bleiben. Diese Arbeit erledigt eine eigens dafür konstruierte Muschelwaschmaschine. Letzte Reste entfernt ein Kontrolleur mit einer Bürste. Dann kommen die Schalentiere wieder zurück ins Meer. Frühestens nach 2 Jahren erntet man die Perlen im Wert von vielen Millionen US-Dollar. Doch die Muscheln gehen beim Öffnen zugrunde. Trotz des kugelrunden Kerns im Inneren entstehen oft recht unregelmäßig gewachsene Stücke dieser Kleinode. Auch sie finden ihre Liebhaber. Die bei Broome gezüchtete Schmuckware ist wegen ihrer Größe und vor allem aber wegen der schönen, pastelligen Farbtönung besonders wertvoll. Manche Perlen sind golden getönt, andere rosig angehaucht, silbrig schimmernd oder rein weiß leuchtend. Touristen können allerdings die Kulturfarmen nicht besuchen. Dafür aber sich im Chinesenviertel den schönsten Perlenschmuck zeigen lassen. Und auch die im Halbkreis eingeimpften Kugeln, die innen in der Perlmutterschale angewachsen sind. Durch die mehr als 100-jährige Perlen- und Perlmutterfischerei hat sich Broome zu einer einzigartigen Stadt entwickelt. Geprägt von ihren Bewohnern, die so verschiedenen Kulturen angehören. Hey mom, I can just taste your fish soup and rice. I'm coming back home to you. Connect the pace of the city life. Soon I'll be dreaming in Broome. The luggers are in on the springtide, and the gambling house is packed. The banker in Macon would sit on, but Lottie, we got Botha in front. Hey, Mom, I can just taste your face of a rise. I'm coming.
coming back home to you. Gonna hack the face of the city life. Soon I'll be dreaming in blue. Lazy breeze blowing through your mind. Jedes Jahr beim ersten Vollmond im August feiert diese bunt gemischte, lebensfroh wirkende Bevölkerung Shinshu Matsuri, das Perlenfest. Nicht immer war hier das Zusammenleben der verschiedensten Rassen so harmonisch wie heute. Als 1916 das Sun Picture Kino eröffnet wurde, saß man streng nach Hautfarbe und Einkommen getrennt. Dieses Lichtspieltheater im Chinesenviertel, der Chinatown, ist vielleicht die älteste Filmvorführanlage im Freien. Die luftigen, gemütlichen Segeltuchsitze sind immer noch in Gebrauch. In der Stadt entwickelte sich ein besonderer Baustil. Die Besitzer der Perlenboote liebten ums Haus laufende Verandas, hölzernes Gitterwerk und ausstellbare Fensterschattierungen. Der asiatische Einfluss ist ebenfalls deutlich, so zum Beispiel bei den Telefonzellen mit dem geschweiften Dach. Als für Markham der Eingang zu seinem Krokodilpark entworfen wurde, bestand er darauf, dass alles in der traditionellen Broom-Architektur zu gestalten sei. Die Bauarbeiten sind noch längst nicht abgeschlossen. Markham plant immer noch weitere, möglichst natürlich gestaltete Teichanlagen für seltene Krokodilarten. Mit bequemen Aussichtspunkten für die Zuschauer. Eine 3 Meter tief ausgebackerte Stelle wird später, wenn Wasser eingefüllt ist, zeigen, welche Kraft und Beweglichkeit in heranwachsenden Panzerechsen steckt. Dieses Tier ist für sein kleines Gehege zu groß geworden. Zum Transport muss man ihm die gefährliche Schnauze zubinden. Mehrere Männer sind nötig, um das junge Krokodil in seine neue Heimat umzusetzen. Schon einen Monat später hat sich der energiegeladene Bursche gut eingewöhnt. Aber bei der Fütterung versucht er immer noch Markham anzugreifen. Er hat nicht vergessen, wer ihm die Schnauze verschlossen hat. Zur Reparatur muss man einen undicht gewordenen Teich leerpumpen. Das darin lebende alte Männchen verteidigt voller Wut sein Revier und versucht immer wieder, den ungewohnten Saugschlauch zu zerbeißen. Markham bleibt nichts anderes übrig, als das große Panzertier zu fesseln, damit man in seinem Gewässer ungestört arbeiten kann. Mit einer Pferdekopfmakrele, seiner Lieblingsnahrung, kann man es an Land locken. Während es argwöhnisch sein Fressen bewacht, lässt sich leicht eine Schlinge über den Oberkiefer ziehen. Solche Echsen spielen manchmal toter Mann, um dann noch wilder loszutoben und wütend um die eigene Achse zu rotieren. Beim Beutefang hat sich diese schlaue Methode bewährt, weil es die Opfer völlig überrascht. Bald ist das Tier überwältigt und die Reparaturarbeiten beginnen. Vor 8 Jahren war hier nichts als unfruchtbare, trockene Wüste. Als Markham ausreichend Grundwasser fand, pflanzte er Bäume, Büsche und Blumen. So entstand eine üppig grünende Oase und von überall her wanderten Vögel zum Brüten herbei. Ein Baum ist der Lieblingsplatz der sogenannten Brahminenweihe. Dieser Greifvogel kam verletzt mit gestutzten Schwingen hierher. Er hört auf den Namen Alcatraz und ist handzahm. Jeden Tag werden die nachwachsenden Schwungfedern länger. Und er versucht immer öfter, ob er schon wieder fliegen kann. Irgendwann wird er an die Mangrovenküste zurückkehren. Bis dahin erholt er sich hier und passt genau auf, wann die Krokodile gefüttert werden. Da fehlt immer etwas für ihn ab. Jeden zweiten Tag erhält der 2-jährige Panzerechsen-Nachwuchs sein Fressen. In diesem Alter können sie Unmengen verschlingen.
Eine spannende Show für die Zuschauer. Die ganze Meute hat man hier im Park ausgebrütet. Sie gehören zu einem langjährigen Forschungsprogramm. Längst haben sich die einjährigen Kroko-Halbstarken im nächsten Gehege daran gewöhnt, dass sie täglich mit dem Schlauch abgespritzt werden und öffnen ihre Schnauzen. Zähneputzen gefällig? Auch unter den Krokodilen eines Geleges finden sich ganz verschiedene Verhaltensweisen. Dieses wilde kleine Biest greift sofort an, wenn man das Wasserüberlaufrohr herausnimmt. Ab und zu wandern auch Warane aus der Umgebung in den Park. Markham versucht, sie zu verscheuchen, da viele Besucher sie fälschlicherweise für aus den Gehegen entwischte Krokodile halten. Außerdem werden die kleineren Arten dieser Reptilien sofort gefressen, wenn sie in ein Krokodilgatter hineinschlüpfen. Wenn Markham in Broome ist, bitten ihn die Behörden oft, bedrohte Krokodile zu retten. An der Northern Highway soll er ein solches sehr gefährdetes Tier einfangen. Wenn das nicht gelingt, ist es verloren, weil der Teich bald austrocknet und kein anderes Gewässer mehr in der Nähe ist. Es dauert eine ganze Weile, bis die Männer das Reptil ins Netz gejagt haben. Sie müssen aufpassen, um nicht durch die rasiermesserscharfen Zähne verletzt zu werden. Das Australien-Krokodil lebt im Süßwasser und erbeutet mit seiner schmalen, rasch zuschlagenden Schnauze vor allem Fische. Diese kleine Art wird kaum länger als 2,5 Meter und ist sehr scheu. Weiter östlich ist die Lage für mehrere Australien-Krokodile recht kritisch. Nach dem Scheitern eines Bewässerungsprojekts ist der Staudamm gebrochen. Vom einstigen See ist nur eine Riesenpfütze übrig. Viele Panzerechsen sind bereits verendet. Andere wurden, zu Markhams Empörung, abgeknallt. Langsam zieht das Team das Netz durchs Wasser, bis sie endlich auch die allerletzte Echse eingefangen haben. Wenn man den Tieren die Schnauze mit einem Klebeband verschlossen hat, lassen sie sich ohne Gefahr transportieren. Ein abgemagertes, altes Männchen ist fast verhungert. Der Kopf hat die normale Größe, doch der Leib besteht bloß aus dem Hautpanzer und Knochen. Dem alten Recken ist nichts mehr von seinem früheren Kampfesmut geblieben. Er darf beim Abtransport den Komfort eines vollklimatisierten Land Rovers genießen. Insgesamt haben sie 10 dieser recht gefährdeten Krokodile gerettet und zur Weiterzucht nach Broome gebracht. Das abgemagerte Männchen bekommt gleich von Markham etwas Fleisch in den Schlund gestopft. Einige Zeit später ist Markham dabei, eine neue Expedition vorzubereiten. Die Spezialfallen werden repariert, um die großen, einzelnebenden Leistenkrokodile einzufangen. Es geht 950 Kilometer weit nach Norden, zur Columbaro-Mission. Ein Stammesältester erzählt ihm, dass mächtige Krokodile schon eingeborenen Familien angegriffen hätten, die ganz in der Nähe beim Fischen waren. Markham stellt die mit Schwimmern versehenen Gatter bei Ebbe auf eine Sandbank und legt einen Fischköder hinein. So wie das Tier zupackt, fällt die Tür herunter. Schon am Morgen der erste Erfolg. Aber es ist bloß ein junges Männchen. Da es so nah bei der Ansiedlung lebt, wird es nach Broome mitgenommen. In freier Wildbahn ausgesetzte Krokodile kehren immer wieder in ihre früheren Reviere zurück. Es würde dann zu einer Bedrohung werden. »24 Stunden später ist die Tür der zweiten Falle unten. Der gefährliche Einzelgänger ist 4 Meter lang und 600 Kilogramm schwer.
Wenn sie das Tier nicht gefangen hätten, müssten es die Behörden erschießen lassen. Als Markham die große Beute ans Ufer schleppt, hat sich der ganze Ort versammelt und bestaunt die Bestie, die sie monatelang in Angst und Schrecken versetzt hat. Viele helfen mit, um das schwere Fanggerät samt seinem gewichtigen Inhalt auf den Anhänger zu laden. Vorsichtig lenkt Markham den Wagen. Er fährt die ganze Nacht durch und erreicht nach 27 Stunden Broome. Eine hohe Penicillindosis schützt die Neuankömmlinge im Park vor Infektionen. Ein schwerer Kran steht schon in Position und hebt die ganze Fracht gleich über den Zaun ins Gehege. Nach zweimonatiger Eingewöhnung lässt sich das Leistenkrokodil bereits durch eine Rinderkeule ans Ufer locken. Wenn ein frisch gefangenes Tier zu fressen beginnt, hat es sein Revier angenommen und fühlt sich sozusagen wie zu Hause. Etliche 100 Meter vom Park entfernt, Cable Beach, 20 Kilometer lang. Eine sehr einladende Bucht, bestens geeignet zur Erholung nach einer anstrengenden Fangexpedition. Viele Besucher halten diesen Badestrand für den schönsten von Australien. Deshalb unterbrechen auch viele, die auf der rund um den Kontinent Tour sind, auf halbem Weg ihre Fahrt, um sich zu erholen. Die Wintermonate sind die schönste Zeit. Immer blauer Himmel und heiße Sonne. Die verschiedenartigsten Leute kommen und siedeln sich hier an. Besonders interessant ist Abdul Kasli. Er zog mit Kamelen und einigen Helfern die 2000 Kilometer von Alice Springs bis Broome. Für Touristen veranstaltet er nachmittags lange Ritte durch die Dünen. Am Ende der Kamelsafari führt dann der Weg am Strand des Indischen Ozeans entlang, wenn die Sonne in glühender Pracht langsam im Meer versinkt. Als der Tourismus Broome entdeckte, kamen auch gleich die Bauunternehmer. Der stattliche Cable Beach Club ist das erste internationale Hotel in Westaustralien mit vielen Freizeitaktivitäten. Der Baustil ist der hiesigen Architektur nachempfunden. Hier trifft sich Markham oft mit seinen Freunden, weil sein Krokodilpark direkt daneben liegt. Aber er bleibt nie lange an einem Ort und ist schon wieder unterwegs zu den einsamen Inseln der Kings Bay, der Königsbucht. Es sind nur 250 Kilometer Autofahrt, da übernachtet er gleich zünftig in der Nähe von Derby im Freien. Am Morgen muss er mit seinem Motorboot noch etwa 100 Seemeilen übers Meer fahren, bis zu den Heimatinseln der Bardi, eines Aborigine-Stammes. In dem Labyrinth aus Inseln, Felsen und Riffen sucht er nach Tom Wiggan, seinem langjährigen Freund. Auf der Insel voraus haben einige Bardi ihr Winterlager. Er fragt, wo Tom steckt. Die Antwort, dort auf seiner Lieblingsinsel, weiter im Norden. Schon eine halbe Stunde später entdeckt Markham seinen Kumpel. Sie kennen sich seit 20 Jahren. Tom lebt monatelang auf dieser sandigen Landzunge. So oft wie möglich fischen und jagen die beiden gemeinsam und genießen dieses völlig unberührte, einsame Stückchen Paradies. Bei Ebbe durchstöbern die zwei das Korallenriff. Häufig verstecken sich in den Höhlungen auch größere Fische. Viel Geschick und Erfahrung sind nötig, um sich eine Mahlzeit herauszuspießen. Tom hat einen kräftigen Dorsch erwischt. Thank you.
Bei Einsetzen der Flut haben sie genug fürs Abendbrot gefangen und kehren zu ihrem Lager zurück, wo sie essen und schlafen. Ein Tropentag beginnt rasch am frühen Morgen. Es wird gleich so heiß, dass man nicht mehr schlafen kann. Zum zweiten Frühstück wollen sie Kreiselschnecken sammeln. Doch zuerst ein üppiges Austernschlemmeressen vorbereiten. Da es mühsam ist, jede Muschel einzeln zu öffnen, benutzen sie einen alten Bardi-Trick. Und schon ist es viel bequemer. Beim Sammeln von Spinifex-Gras entdeckt Markham einen Wildfeigenstrauch voller reifer Früchte. Diese weit verbreitete süße Buschkost findet man meist in der Nähe von Wasserlöchern. Dort, wo Vögel durch ihre Ausscheidungen die Samen zurückgelassen haben. Die zahlreichen weißen Flecken auf den Felsen sind alles Austern. Das dürre, harzige Zeug brennt lichterloh und die Muscheln darunter platzen sofort auf. Nach dem Wegstauben der Asche kann man die Austern sofort genießen. Die Bardi achten stets darauf, nur kleine Flächen abzubrennen, damit immer noch genügend Tiere für die Wiederbesiedlung übrig bleiben. Bei Tiefebbe ist Tom auf dem Riff und sucht nach Kreiselschnecken. Durch Gesetze hat die Regierung erlaubt, dass die Bardi die schönen Schalen verkaufen dürfen, wenn sie nur bestimmte Größen sammeln. Das Fleisch wird nach dem Kochen herausgeholt. Für eine Tonne, 1000 Kilogramm leerer Gehäuse, bekommt man $6,000. Die abgeschliffenen Schnecken mit dem herrlichen Glanz verarbeitet man zu Einlegearbeiten, Schmuckstücken und zu schönen Knöpfen. Laufend versuchen Wilddiebe aus Indonesien, die Riffe abzuernten. Gerade hat man eines ihrer Boote abgefangen und nach Willis Creek, nordöstlich von Broome, geschleppt. Dort sind bereits Dutzende solcher Schiffe sichergestellt. Die fremden Fischer verdienen bei diesen Räubereien in wenigen Wochen mehr Geld als zu Hause in 1 bis 2 Jahren. Die Boote werden von Suchflugzeugen entdeckt und von der Marine auf den Strand gesetzt. Die internierten indonesischen Schiffsbesatzungen genießen die Gefangenschaft und posieren eitel vor der Filmkamera. Niemand weiß, wie viele dieser Boote unterwegs sind und auf Gelegenheiten lauern, um die Schneckenbestände auszuplündern. Die Gefangenen freuen sich, wenn sie in Broome einsitzen, da sie hier im Knast sogar mehr Taschengeld bekommen als für das illegale Sammeln der Schnecken. Wer nicht ins Gefängnis kommt, wird heimgeschickt. Auf Regierungskosten. Tom Wiggin ist ein ruhiger, friedlicher Mann. Er wünscht, dass die Indonesier auf Nimmerwiedersehen verschwinden und ihn seinen erlaubten Schneckenanteil sammeln und seine Schildkröten jagen lassen. Nach 2 Wochen Erholung mit Tom muss Markham zurück nach Broome. Er will bei der allerniedrigsten Ebbe des Jahres am Gatheam Point sein, um faszinierende Einblicke in die Vergangenheit Australiens zu filmen.
Vor 120 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, durchstreiften ja die Dinosaurier die Erde. Nur an diesem Tag kann man hier, fast an der Wasserlinie, damals in den Schlamm eingetretene Spuren sehen, die versteinert sind. Rund eine Stunde lang sind diese so gut erhaltenen Fährten sichtbar. Sie gehören zu 7 verschiedenen Dinosaurierarten. Darunter Verwandte des Megalosaurus und des Stegosaurus. Die Eindrücke in dem zu Stein gewordenen Schlamm zeigen, dass ein kleines Tier von einem größeren Räuber verfolgt wurde. Nördlich von Broome hat man noch weitere solcher Fährten gefunden und hofft auch Skelettreste zu entdecken. Östlich von der ersten Fundstelle an der Roebuck-Bucht ragen bunte, vom Wind herausgeschliffene Sandsteinbildungen empor. Nirgends sonst finden sich auf diesem Kontinent derartig fantastische Felsformationen. Sozusagen eine Art seelischer Verwandtschaft mit der nahen Stadt. Denn Broome unterscheidet sich ja auch von allen anderen Orten in Australien. Dort, wo die Sandsteinmonumente in das flache Wattenmeer übergehen, ist in jedem Herbst die Ankunft der Zugvögelschwärmer aus Sibirien ein grandioses Schauspiel. Über 1 Million von Wartvögeln sucht bei Ebbe hier und in der südlich anschließenden 80-Meilen-Bucht nach Nahrung. Die australische Wartvogelforschungsgruppe ist zu Beginn dieser Invasion im Nordwesten immer dabei, um möglichst viele Tiere zu untersuchen und vor allem zu beringen. Dazu wird ein riesiges Netz benutzt, das schräg über die nahrungssuchenden Vögel hochgeschossen wird. Die Vorbereitung der großen Fanganlage ist eine langwierige Arbeit. Alles muss mit Treibgut getarnt werden, damit sich die Vögel auch ohne zu zögern niederlassen. Die eingesetzten Raketentreibladungen jagen dann das Netz in die Luft. Dr. Clive Minton, der Leiter der Aktion, lässt Fahrzeuge am Ufer entlang fahren. So werden die Vögel vorsichtig dorthin dirigiert, wo das Netz schussbereit in Position liegt. Eilig befreit das erfahrene Team alle in die Maschen verstrickten Vögel. Andere errichten schnell aufstellbare Sonnenschutzsegel. Jeder Art, so Goldregenpfeifer, Terek-Wasserläufer, Brachvogel oder Rotnackenstrandläufer und so weiter, kommen in gepolsterte, luftige Kisten. Zur Überwinterung fliegen etwa 35 verschiedene Vogelarten aus Nordrussland hierher. Manche ziehen noch weiter, bis Südaustralien. Wenn sie zurückkehren, fressen sie sich hier nochmals satt und dann geht's wieder nach Sibirien, wo sie nur 2 bis 3 Monate zum Brüten bleiben. Man hat festgestellt, dass die großen Meeresbuchten bei Broome mit ihrem reichen Nahrungsangebot für das Überleben der Wartvögel auf ihren Wanderungen absolut notwendig sind. Vor 2 Jahren wurden 4 beringte Vögel schon 12 Tage später in China gefangen. Der Mongolei-Regenpfeifer trägt noch sein Brutkleid. Er wird es erst hier wechseln. Viele Menschen sind um die Erhaltung der Wartvögelbestände bemüht. Einige reisen sogar aus anderen Erdteilen her und helfen bei dem Programm mit. Jedes Tier wird genau registriert, vermessen, gewogen, beringt und dann freigelassen. 2 Tage später ist Markham schon wieder unterwegs in der Königsbucht. Er bekam einen dringenden Anruf von der Kuleninsel, weil dort am Badestrand ein großes Krokodil aufgetaucht ist. Er kennt sich hier aus und nimmt bei steigender Flut eine Abkürzung entlang des großen Eisenerztagebaus.
dem einzigen größeren Bergwerk in den Kimberleys. In der kommenden Nacht will er versuchen, dieses Leistenkrokodil mittels einer besonders konstruierten Harpune zu fangen. Die kurzen Haken durchdringen nur die Haut und verletzen weder innere Organe noch wichtige Blutgefäße. So wie es dunkel wird, beginnt die Jagd. Aber erst gegen Mitternacht erfasst der Suchscheinwerfer eine Panzerechse. Das Tier ist den lauten Betrieb auf der nahen Bootswerft gewöhnt und kommt neugierig näher. Markham geht vorn am Bug in Stellung, während sein Freund das Steuer übernimmt. Es ist eine gefährliche, anstrengende Arbeit, bis es gelingt, eine Seilschlinge um den Oberkiefer zu legen. Markham geht ganz ruhig und gezielt vor, bis er der Echse das Maul sicher verschließen kann. Er ist zufrieden. Es handelt sich um ein junges Weibchen, das für sein Zuchtvorhaben wichtig ist. Nach der langen Nacht und einem zweiten Krokodil an Bord fährt Markham Richtung Broome. Es ist windstill, die beiden erbeuteten Tiere reisen bequem. Auf den anschließenden 200 Kilometer im Geländewagen fährt er sehr langsam. Beim Einfangen war dieses Tier derartig wild, dass sie seine Überwältigung nicht filmen konnten. Die kräftige Echse kommt gleich in einen Teich. Die Verletzungen durch die Harpune werden sofort behandelt. Das Weibchen bewohnt das Becken nebenan, bis zur Paarungszeit von dem Krokodilmann lediglich durch einen niedrigen Zaun getrennt, damit sie sich allmählich kennenlernen. Ein weiterer Neuzugang ist ein beschlagnahmtes indonesisches Fischerboot. Markham hat vom zuständigen Ministerium die Erlaubnis, es als besondere Attraktion aufzustellen. Normalerweise werden diese Schiffe versenkt oder verbrannt. Für unseren Markham bringt jeder Tag etwas Neues. Er liebt dieses Leben im abgelegenen Nordwesten Australiens.